Herzlich willkommen zum Winterkongress 2021 hier aus der Bitwäscherei. Mein Name ist Kubik Pixel. Willkommen zum Vortrag von Andreas Gebhardt zum Thema Reclaim Your Face, eine Einführung. Dieser Vortrag gibt eine Einführung in das Thema biometrische Identifikation. Wir erläutern Formen und Anwendungen der biometrischen Identifikation, vor allem Gesichtserkennung. Bei der Gesichtserkennung gibt es statistische Zielkonflikte. Sollen alle gesuchte Personen identifiziert werden? Werden unweigerlich viele Unschuldige mitgefangen? Gesichtserkennung hat dieselbe potenzielle negative Konsequenzen für Einzelpersonen. Darüber hinaus stellt sie durch das Potenzial zur Massenüberwachung eine starke Verletzung der Grundrechte und eine massive Beeinträchtigung von Gesellschaft und Demokratie dar. Noch kurz zum Vortrag von Andreas Gebhardt. Andreas Gebhardt hat Informatik studiert und arbeitet als Datenplattformarchitekt. Er ist der festen Überzeugung, dass die Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft und Politik viel stärker öffentlich thematisiert werden müssen und engagiert sich deshalb im Spannungsfeld von Informatik und Gesellschaft. Zum Beispiel in der digitalen Gesellschaft und in der Schweizer Informatikgesellschaft. Seine aktuellen Schwerpunkte sind Gesichtserkennung und Überwachungskapitalismus. Ich übergebe hiermit das Wort an Andreas. Ich wünsche euch einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Dein Wort gehört dir, Andreas. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich denke, du hast schon alles gesagt über mich. Ich möchte nicht mehr sagen. Ich bin eigentlich nur die Vorgruppe, so der Warm-up für die Podiumsdiskussion, die anschließend kommt nach der Pause, moderiert von Patrick Walter mit sehr spannenden Personen und Experten zum Thema Gesichtserkennung. Was ich machen möchte in meinem Vortrag, ist euch eine Einführung geben. Was ist Gesichtserkennung? Was sind die Probleme, was sind die typischen Anwendungsfälle und was gibt es dann auch für Initiativen? Und das ist dann der Überleitungsteil zur Podiumsdiskussion. Wenn wir schauen, was Gesichtserkennung eigentlich ist, dann tritt man besser so einen Schritt zurück und fragt, was sind eigentlich biometrische Daten? Biometrische Daten, das sind solche Daten, die entstehen aus der Verarbeitung von Charakteristika, physische Charakteristika, physiologische oder Verhaltenscharakteristika einer natürlichen Person. Und diese Charakteristika, die identifizieren eine Person eindeutig. Also das kann ein Fingerabdruck sein, das kann eben eine Gesichtsaufnahme sein, das kann ein Augenscan sein, eine Stimmprobe. Der Gang ist zum Beispiel identifizierend für uns und vieles andere auch. Und Gesichtserkennung ist dann eine Form der biometrischen Verarbeitung, automatisiert normalerweise eben von digitalen Bildern menschlicher Gesichter. Typischerweise zum Zweck der Identifikation, Verifikation oder Klassifikation. Und damit sind wir schon bei den drei Hauptformen der Gesichtserkennung. Da ist zunächst die Verifikation. Kann man einsetzen für Authentisierung, zum Beispiel Entsperrung eines Smartphones. Da geht es also darum, dass man ein neues Bild hat und von diesem Bild wird eine Identität behauptet und wir haben ein Bild, von dem wir wissen, es gehört zu dieser Identität. Dann vergleichen wir die beiden Bilder, stellen fest, die Person ist die gleiche. Damit hat sich die Person authentisiert oder es handelt sich nicht um die gleiche Person. Die Authentisierung ist gescheitert. Dann gibt es die Identifikation. Man spricht dann auch von biometrischer Identifikation im allgemeinen Fall. Da geht es darum, man hat ein neues Bild, eine Gesichtsaufnahme, die man gerade gemacht hat. Und man möchte wissen, wem gehört dieses Gesicht? Man hat daneben eine Datenbank mit vielen Bildern, mit mehreren Bildern, von denen man jeweils die Identität kennt. Man vergleicht dann dieses eine Bild mit den vielen anderen. Und wenn man einen,
einen Match hat, also ja, wenn man einen Match hat, dann schließt man daraus, dass man, dann kennt man die Identität des Gesichtes, der Person, deren Gesicht in diesem neuen Bild zu sehen ist. Das ist der hauptsächliche Fall, der problematisch ist, die Identifikation. Und im Rest des Vortrags wird es dann hauptsächlich darum gehen. Daneben gibt es noch ein breites Spektrum von Anwendungen der Gesichtserkennung, die man so als Klassifikation zusammenfassen könnte. Da geht es zum Beispiel darum, wie viele Menschen sind auf einem Bild zu sehen und sind es überhaupt Menschen, die auf diesem Bild zu sehen sind. Also wenn man Personen zählen will in einem Bild, wenn man wissen will, wie viele Personen sind in einem Raum, dann könnte man das hier verwenden. Dann, wenn man Sequenzen hat von Bildern oder Videoausschnitte, dann ist eine Form der Gesichtserkennung oder der biometrischen Identifikation, der Klassifikation, sind da ungewöhnliche Verhaltensweisen zu erkennen. Verhält sich jemand aggressiv, verhält sich jemand verwirrt? Das sind in der Regel dann schon so leicht grenzwertige Fälle. Ebenfalls grenzwertig ist auch die Gefühlserkennung, also wie fühlt sich der Mensch, dessen Gesicht wir gerade sehen? Hat er Angst? Ist er unsicher? Lügt er gerade? Also das sind Verfahren, die man zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren einsetzen würde. Sehr fragwürdig, auch wissenschaftlich, auch aus wissenschaftlicher Sicht. Wie funktioniert Gesichtserkennung? Gesichtserkennung heutzutage ist sind Verfahren des maschinellen Lernens. Also wenn ihr gestern im Vortrag wart über automatische Entscheidungsfindung, da wurde darüber gesprochen, also überwachtes maschinelles Lernen. Das heißt, auch als Schlagwort könnte man auch sagen, künstliche Intelligenz. Was man da macht, ist, man berechnet die Gesichtsgeometrie, also das Verfahren berechnet die Gesichtsgeometrie. Das heißt, da wird die Größe und die Abstände der einzelnen Gesichtsteile, Augen, Nase und so weiter, wird berechnet. Und diese Parameter werden dann verwendet. Die werden dann verglichen mit den Parametern der Bilder, die man bereits hat. Also da wird dann eine Zahl berechnet, ein sogenannter Score. Und wenn dieser Score über einem bestimmten Schwellwert liegt, dann geht man davon aus, dass die Bilder zur gleichen Person gehören. Und dieser Schwellwert, der ist einerseits verfahrensspezifisch, also je nachdem, welchen Algorithmus man verwendet, beziehungsweise der ist auch spezifisch für den konkreten Einsatz, den man hat. Und je nachdem, welchen Schwellwert man da hat, also wie man den wählt, wenn man den höher setzt, dann heißt es, man identifiziert weniger Leute. Wenn man den niedriger setzt, dann identifiziert man mehr Leute. Ich habe da mal ein Beispiel gemacht, was man macht beim maschinellen Lernen, also beim überwachten maschinellen Lernen in der Trainings- und Testphase. Dieses Verfahren, das trifft ja Vorhersagen. Also es trifft zum Beispiel, die Vorhersage ist, ich zeige dem Verfahren ein Bild. Das Verfahren sagt, ja, das ist der Andreas Geppert auf diesem Bild. Das ist die Vorhersage. Die kann stimmen oder nicht. Das heißt, man kann jetzt die Vorhersage mit der Realität vergleichen. Das macht diese Tabelle hier. In den Zeilen sehen wir die Vorhersagen. In den Spalten sehen wir die Realität bzw. die Wahrheit. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen sogenannte interessante Personen, Persons of Interest, identifizieren. Und ich habe jetzt mal so eine Tabelle erfunden, sozusagen, weil, wie gesagt, man erstellt solche Tabellen während der Trainings- und Testphase. In der eigentlichen Implementierungsphase oder Nutzungsphase kann man diese Tabellen natürlich nicht erstellen, weil man ja die Realität, die Wahrheit nicht kennt. Aber ich habe jetzt mal typische Werte angenommen für den HB in Zürich.
Da verkehren an einem normalen Werktag, normal ohne Corona, mehr als 400.000 Personen. Und jetzt sei angenommen in unserem Beispiel, dass wir nach 1.000 interessanten Personen suchen, also Persons of Interest. Das können gesuchte Personen sein, Kriminelle, das können vermisste Personen sein. Normalerweise hat man in solchen Fällen eine eher relativ kleine Zahl von interessanten Personen, die man sucht. Wir gehen mal hier von 1.000 aus. Die sind natürlich nicht alle 1.000 jeden Tag am HB in Zürich, sondern wir nehmen mal an, es sind nur 10, die sich durch den HB bewegen. Und von diesen 10 werden 6 als Person of Interest erkannt. Das heißt, wir haben eine Erfolgsrate von 60%. 4 bleiben unerkannt. Und diese 4 sind jetzt False Negatives. Das heißt, unser Algorithmus hat vorhergesagt, diese Person ist nicht interessant, sie wäre aber eine gesuchte Person gewesen. Also von daher False Negative. Negativ war die Vorhersage und es war falsch. Gleichzeitig verkehren noch 400.000 uninteressante Personen an diesem Tag am HB in Zürich. Und jetzt gibt es da auch eine Fehlerrate, also eine Falscherkennungsrate. Die ist sehr klein, die ist, wir nehmen mal an, 0,67%. Das sind Zahlen, wie sie beim Südkreuz in Berlin auch erwähnt wurden. Und das klingt wirklich sehr klein, also eigentlich praktisch nichts. Bei 400.000 Leuten sind es aber mehr als 2.500 Personen an einem Tag, die falsch erkannt werden als interessante Personen. Das heißt, man muss das gegenüberstellen, gegenüber 6 Personen, die man richtig gefunden hat, hat man mehr als 2.500 Personen falsch erkannt, die man dann anhält, wo man dann die Identität nochmal feststellt, wo man die vielleicht über Nacht festhält, bis man sie dann laufen lässt. Das heißt, es ist ein massiver Eingriff in das Leben dieser Menschen. Ich frequentiere den HB Zürich an einem normalen Arbeitstag 2-mal, morgens und abends. Also irgendwann könnte potenziell jeder betroffen sein. Zur Gesichtserkennung ist dann noch zu sagen, dass sie eher gut funktioniert für weiße Männer. Das liegt zum großen Teil an den Trainings- und Testdaten, die man hat. Für Nicht-Männer, also für Frauen und für BIPOC, funktioniert sie dann schon schlechter. Das heißt, unter diesen False Positives rechts oben in der Zelle, da sind wahrscheinlich sehr viel mehr eben nicht weiße Menschen oder Frauen anzutreffen, überproportional viele nicht weiße Menschen anzutreffen. Das heißt, Leute, die wahrscheinlich eh schon Diskriminierung ausgesetzt sind, werden dann durch Gesichtserkennung noch zusätzlich diskriminiert. Gut, jetzt, was also bei der Gesichtserkennung passiert, ist, dass man einzelne Bilder, neue Bilder, von denen man eine Identität wissen möchte, vergleicht mit Datenbanken von Bildern, die man schon hat und wo man die Identität kennt. Jetzt kann man sich fragen, ja, wo kommen denn diese Bilderdatenbanken oder die Bilder in diesen Datenbanken, wo kommen die denn her? Das sind zum großen Teil zunächst mal staatliche Datenbanken. Das heißt, überall da, wo der Staat oder eine Behörde Bilder hat von uns, da können die dann prinzipiell auch für die Gesichtserkennung verwendet werden. Da geht es einmal um staatliche Ausweisdokumente, Führerausweise in den USA, weil die ja keine normalen Ausweise haben. Idee bei uns, Reisepass oder eben auch der Führerausweis. Das könnten Bilder sein aus Pass- und Grenzkontrollen. Das heißt, wenn beim Grenzübertritt, wie heute oft üblich, Gesichtsaufnahmen, Fingerabdrücke genommen werden, dann kann man die in solche Datenbanken speisen. Dann Polizeiaufnahmen, also Mugshots, wenn jemand festgenommen wird und dann ein Bild gemacht wird. Diese Bilder werden dann auch für die Gesichtserkennung verwendet. Und darüber hinaus gibt es aber noch einen, also man kann hier sagen, da gibt es
Da gibt's Gesetze und Regeln, was möglich ist und was nicht, die dann mehr oder minder eingehalten werden bei diesen staatlichen Datenbanken. Daneben gibt es dann aber auch private Datenbanken und da herrscht ziemlicher Wildwuchs. Das heißt, das sind Bilder, die aus sozialen Medien und irgendwo aus dem Internet her zusammengetragen werden und dann von privaten Firmen für Gesichtserkennung verwendet werden. Also Bilder zum Beispiel aus Flickr, aus Facebook, aus LinkedIn, aus anderen sozialen Medien. Das sind so typische Orte, wo man viele Bilder findet. Bequemerweise, wenn dann die soziale Plattform dann auch noch so ein Tagging-Verfahren hat, wo man dann sagen kann, wer auf den Bildern zu sehen ist, dann macht es das besonders einfach. Und zwei Firmen, die da besonders auffällig sind, besonders zu nennen sind, sind einmal Clearview und PimEyes. Clearview hat eben im Internet mehrere Milliarden Bilder zusammengetragen, hat darauf ein Gesichtserkennungsverfahren gebaut und bietet es heute den Strafverfolgungsbehörden in den USA als Service an. PimEyes war ursprünglich eine polnische Firma, die was Ähnliches gemacht haben in Europa. Das heißt, Bilder zusammengetragen haben aus sozialen Medien und dann so eine Suchmaschine angeboten haben, wo man dann Bilder von oder Webseiten von Leuten finden kann, die eben auf diesem Bild zu sehen sind. Weiß jetzt Das nicht, ob heißt, das eine. das Problem hier ist, das ist eine klare Verletzung, eine klare Enteignung unserer Daten, die da stattfindet und die dann für Zwecke verwendet wird, wo wir keine Möglichkeit, also wo wir nicht gefragt werden, ob wir damit einverstanden sind Sind das eine und wo wir auch keine Konkurrenz Widerspruchsmöglichkeit haben. der zweite Ewaldko? Was gibt es für Use Cases, was gibt es für Anwendungen? Nur kurz. Also ein großer Bereich ist, dass man eben nach interessanten Personen sucht, was auch immer das dann heißt. Also ob das Terroristen sind, Verbrecher, vermisste Personen, was auch immer. Das macht man gern an Bahnhöfen. Also sehr bekannt ist der Versuch am Südkreuz in Berlin, am S-Bahnhof, nicht nur S-Bahnhof, der nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums erfolgreich war. Es gibt Analysen des CCC dazu, woraus hervorgeht, dass der Versuch alles andere als erfolgreich war. In London wird das gemacht. In Deutschland gibt es Pläne, Gesichtserkennung an über mehr als 100 Bahnhöfen auszurollen. An Schulen in Frankreich und USA ist mittlerweile verboten, wurde aber versucht. Stadien und Großveranstaltungen generell, wie Konzerte zum Beispiel, da kann man Gesichtserkennung einsetzen, um rauszufinden, um die Leute zu finden, die zum Beispiel als gewaltbereit, Hooligans bekannt sind oder die Stadionverbot haben. In der Strafverfolgung, man hat Aufnahmen von einem Tatort, auf dem niemand zu sehen ist, und dann möchte man wissen, wer war das? Automatisiert. Da gibt es bereits mehrere Fälle aus den USA, wo man das gemacht hat und wo man Unschuldige dann festgenommen und zum Teil auch verurteilt hat. Und das sind natürlich massive Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen. Nicht nur, dass man inhaftiert wird, sondern man verliert dann wahrscheinlich auch die Arbeitsstelle und einiges mehr. Und dann ein Use Case, der für Staaten sehr interessant ist, das ist die Identifikation von Demonstrantinnen. Wenn ihr heute Vormittag den Vortrag von Anna Piselli gehört habt über den Terror, also wie praktisch der Terrorbegriff immer weiter ausgeweitet wird und wie im Extremfall dann die Teilnahme an der Demonstration von Extinction Rebellion zum Beispiel schon als illegal gewertet werden kann, dann bedeutet das, die Teilnahme einer Demonstration kann schon auch in Ländern wie der Schweiz oder Deutschland Konsequenzen nach sich ziehen. Und schlimmer ist es natürlich in Ländern, die diktatorisch autokratisch sind, wie Hongkong,
Und eben auch bei den Black Lives Matters Demonstrationen wurde Gesichtserkennung angewendet. Was ist das Problem dabei? Ich denke, anhand dem eben Gesagten über die Demonstrationen ist es schon ein bisschen klar geworden. Die Gesichtserkennung zusammen mit Videoüberwachung, also wir denken das praktisch immer zusammen, ermöglicht eine Massenüberwachung. Wenn ich ein flächendeckendes Netz habe von Videokameras, dann weiß ich, wer war wann, wo und wen hat er da getroffen, mit wem war er da. Also eben Massenüberwachung der Bevölkerung. Wie bei der Vorratsdatenspeicherung auch, gibt es einen Generalverdacht. Wir sind eigentlich alle verdächtig. Wir werden alle schon mal gefilmt, damit man dann hinterher sehen kann, wer es wirklich war. Das ist also im Prinzip die ständige Gegenüberstellung, also Englisch Line-up. Das ist auch der Titel eines Berichts über die Verwendung von Gesichtserkennung in den Polizeibehörden in den Vereinigten Staaten. Massenüberwachung mit Gesichtserkennung ist ein massiver Eingriff in die Grund- und Menschenrechte. Die Menschenwürde, die Privatsphäre, die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit, Freiheit von Diskriminierung und einige andere werden da massiv eingeschränkt. Es gibt einen Chilling-Effekt, das heißt, wenn Menschen wissen, dass sie überwacht werden könnten, nicht mal, dass sie tatsächlich überwacht werden, schon die Möglichkeit allein langt, dass sie ihr Verhalten anpassen hin zu dem Erwarteten. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich auf einer Demonstration teilnehme, dass ich, wenn ich an einer Demonstration teilnehme, dass ich dann identifiziert werde und dass diese Identifikation dann möglicherweise negative Konsequenzen für mich hat, dann werden viele Menschen nicht mehr an der Demonstration teilnehmen. Das heißt, sie werden ihre demokratischen Rechte nicht mehr wahrnehmen. Und auch wie Anna in ihrem Vortrag gesagt hat, diese Proteste und Demonstrationen sind aber sehr wichtig für die demokratische Entwicklung unserer Länder. Es gibt ein wachsendes Machtgefälle zwischen den Überwachenden und den Überwachten. Die Polizei kann Demonstrierende identifizieren. Die Demonstrierenden können aber die Polizeibeamten nicht identifizieren. Das heißt, gerade dann, wenn es Gewalt gibt, zum Beispiel von Polizeiseite, dann haben Demonstrierende keine Möglichkeit, die Polizisten zu überwachen. Und das ist ein Grund, warum der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in Deutschland gegen Gesichtserkennung von Privaten ist, weil man dann Polizisten identifizieren könnte. Es gibt eine breite Widerstandsfront gegen Gesichtserkennung. Ich möchte da nicht im Einzelnen darauf eingehen. Es gibt ganze Städte, San Francisco als erste, die Gesichtserkennung auf ihrem Gebiet verboten haben. Es gibt Firmen, die sich von Gesichtserkennung distanziert haben, beziehungsweise die dem Staat in den USA hauptsächlich ihre Gesichtserkennung nicht mehr zur Verfügung stellen. IBM hat angefangen damit, die sind generell aus der Gesichtserkennung ausgestiegen. Amazon hat es auf ein Jahr befristet und Microsoft ebenfalls. Es gibt von der DigiGuess einen Blog dazu, der gerade diese drei Firmen behandelt. Berufsverbände in der Informatik haben ein Verbot oder zumindest ein Moratorium der Gesichtserkennung gefordert. Gesellschaft für Informatik in Deutschland und die ACM in USA. Und dann gibt es die NGOs natürlich. Da sind insbesondere zwei nennenswert, weil sie nahe sind an der DigiGuess. Das ist einmal das ETRI-Netzwerk. ETRI steht für European Digital Rights. Das ist die Reclaim Your Face-Kampagne, wo DigiGuess seit Anfang an dabei ist. Und dann von Amnesty International seit kurzem Ban the Scan. Ein kurzes Wort zu Reclaim Your Face. Findet ihr unter dieser Webseite reclaimyourface.eu. Da wird im Prinzip gefordert, dass die EU auf EU-Ebene, also die EU-Kommission und das Parlament auf EU-Ebene biometrische Identifikation für Massenüberwachung verbietet.
das dann auch auf den auf der Ebene der Mitgliedstaaten durchsetzt und die Datenschutzbehörden so stärkt, dass sie diese Umsetzung dann auch kontrollieren und durchsetzen kann. Das war zunächst eine normale Kampagne. Und jetzt vor kurzem hat EDRI eine sogenannte Europäische Bürgerinneninitiative gestartet. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ist aber ähnlich wie Initiativen bei uns. Das heißt, man hat ein Jahr Zeit und muss in dieser Zeit 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 EU-Ländern sammeln. Und wenn man das schafft, dann muss sich die EU-Kommission mit dieser Initiative beschäftigen. Das heißt, sie muss Stellung nehmen dazu. Sie kann das nicht einfach entgegennehmen wie bei einer normalen Kampagne und dann in die Schublade legen, sondern sie muss dann reagieren. Da können EU-Bürger unterschreiben, egal wo sie leben, also auch wenn sie in der Schweiz leben, können sie unterschreiben. Das heißt, wenn ihr eine deutsche oder sonstige Staatsbürgerschaft habt aus der EU, dann bitte unterschreibt das doch. Es ist im Moment ein wichtiger Zeitpunkt. Die EU regelt künstliche Intelligenz und deswegen ist es ein richtiger und wichtiger Moment, jetzt da zivilgesellschaftlichen Einfluss auszuüben. Jetzt war viel von der EU die Rede. Man kann sich dann fragen, ja okay, was hat das mit uns zu tun in der Schweiz? Vor allem, wenn man keine EU-Staatsbürgerschaft hat. Es ist aber so, dass sich die Schweiz ja in vielem dann anpasst an die EU. Und wenn auf EU-Ebene Gesichtserkennung verboten würde, dann kann das an der Schweiz sicher nicht, dann kann man das in der Schweiz sicher nicht ignorieren. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass ähnliche Begehrlichkeiten nach Gesichtserkennung und mehr Überwachung früher oder später auch in der Schweiz dann aufkommt. Gut, damit bin ich eigentlich am Ende. Wie gesagt, ich bin nur der Warm-up für die Podiumsdiskussion, die dann nach der Pause stattfindet, mit 4 sehr interessanten Personen. Und damit denke ich, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, können wir jetzt noch ein paar Fragen beantworten. Aber ich denke, die wirklich interessanten Fragen, die solltet ihr euch vielleicht aufheben auf später. Ja, vielen Dank, Andreas, für den sehr interessanten Vortrag von dir. Ich habe leider über den Chat jetzt noch keine Fragen bekommen, aber vielleicht ist sicher das Ganze auch interessant, unter anderem zu sehen, da zum Beispiel die Ringbelts in der USA zum Beispiel verteilt werden über Amazon und ja Amazon ja trotzdem die Daten sammelt, aber vielleicht noch nicht auswertet. Das ist ja vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt von dem ganzen Kameraüberwachung und natürlich dazu natürlich die Gesichtserkennung, die natürlich daraus erfolgen kann. Ja, also ich weiß nicht, ob du da anspielst auf dieses Moratorium von IBM, Amazon und Microsoft. Bei Amazon ist mir sich nicht so wirklich klar, was das wirklich bedeutet, wie ernst sie das meinen. Da gibt es begründete Zweifel. Was sie gesagt haben, ist, dass sie den staatlichen Behörden ihre Gesichtserkennungstechnologie, also dieses Recognition, ein Jahr lang nicht zur Verfügung stellen oder nicht verkaufen, damit der Kongress dann Zeit hat, es gesetzlich zu regeln. Und die gesetzliche Regelung kann dann natürlich sein, ist erlaubt und dann wäre Amazon wahrscheinlich zufrieden. Und zum Zweiten, was du erwähnt hast, dieses Amazon Ring, das ist eine ganz heiße Kiste. Also das ist ja diese, wie man das nennen soll, dieses Smart Home oder was auch immer. Aber damit kann man damit Häuser überwachen und ganze Nachbarschaften. Kann das dann zum Teil anschließen an die Polizei. Das ist eine ganz, ganz problematische Entwicklung mit diesem Amazon Ring. Ja. Danke viel. Und man kann dann als Polizei kann man dann zum Beispiel ein städtisches Gesichtserkennungsverbot umgehen, indem man dann auf diese privaten Ring-Installationen zurückgreift. Ja. Ja. Ja, vielen Dank, Andreas. Wir sind eigentlich schon mit der Zeit so gut wie um. Wir haben, wie du schon nachher erwähnt hattest, ebenfalls dann die Podiumsdiskussion mit
Dominik Blonski, Walter Saglettli, Johanna Honecker und Moderation von Patrick Walder. Die wird sicher sehr interessant sein. Empfehle ich euch, nach der Pause dort einzuschalten. Mein Name war Kubikpixel, ist immer noch Kubikpixel und weiterhin viel Spaß am Winterkongress in 2021. Danke, Andreas, für deinen spannenden Vortrag. Gern, ja. Also ich bin in der in dieser World, falls jemand noch was hat, dann... Genau, in dieser 2D-World geht darum, sprecht mit den Leuten, da ist hier unter anderem jetzt auch Andreas drin. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß. Danke vielmals. Danke euch.